Salvete spectatoris YouTubis. Ja, das war der erste Satz, den ihr von mir auf YouTube hören konntet. Beim 3-2-1 Spiel, damals noch bei der Alpha 10 von 7 Days to Die. Und ihr seht hier, der Planet ist so weiß. Ja, es hat auf dem Mars geschneit. Nein, Spaß, wir sind auf dem zweiten Planeten. Ich hatte da damals eine Base angefangen, bin so weit gekommen. 135 Leute haben wir. Warum bin ich hier? Ja, der Verwalter hier von dieser Base ist gestorben, aufgrund von einer Sauerstoffunterversorgung. Und er war leider einer von den Opfern. Und darum hat mein Auftraggeber mir jetzt diese Base hier zugeordnet. Ja, dieser zweite Planet hat als Nachteil, dass wenig Licht hier herrscht. Also Sonnenenergie ist jetzt hier nicht das Beste. Wir haben aber relativ viele Sonnensegel hier gebaut, damit wir am Tag so viel Energie sammeln können hier drin wie möglich. Und ihr hört schon hier das Trrr, Trrr. Ja, das heißt, dass wir weniger Energie produzieren, als wir verbrauchen. Und ja, will ich euch doch mal einfach mit euch einfach hier mal durchgehen und gucken, was wir schon alles gebaut haben. Ich hatte keine Lust, direkt von vorne anzufangen. Ich meine, der Start ist ein bisschen, Entschuldigung, das war meine Gummibärchenpackung hier neben mir. Der Start ist natürlich ein bisschen was Spannendes, ne? Aber über den Start hinaus, dann ist ja alles recht easy. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Erfahrung hier in dem Spiel und sehe gerade, die haben hier Probleme, die Leute. Was habt ihr denn? Hier, komm, dann kriegt er noch so ein Teil hier. Ne, ich finde richtig spannend wird es dann erst, wenn man mehr Einwohner, mehr Kolonisten hat. Und darum fahre ich hier einfach mit euch fort. Ich hoffe, das ist okay für euch, wenn ich hier nicht komplett neu anfange. Ja, das meiste würde sich dann ja wiederholen. Kriege ich hier noch so einen Essensgenerator rein? Nee. Oh. Wo? Auf Multidom. Ja, toll, klasse. Danke. Scheiße. Ja, da sind direkt wieder 11 Leute gestorben. Kann man nichts machen. Ihr seht auch, ich habe hier das Ganze ein bisschen anders angeordnet. Ist so ein bisschen mehr rechtwinklig. Und das leert sich. Die Nacht ist aber so gut wie vorbei. Der gute 3-2-1-Spieler, der spielt das ja auch. Wisst ihr ja sicherlich. Und der ist immer hier in diesem Menü. Ich muss immer hier drin sein. Ich muss immer einen Überblick haben. Ich weiß gar nicht, wie der das schafft, hier immer in diesem Menü zu sein. So, aber wir bräuchten etwas mehr Biologen, glaube ich. Und Kajüten, schauen wir mal, was ist das denn? Hier ist eine Kajüte. So, da kloppen wir jetzt erstmal Betten rein, ganz wichtig. Bioplasma haben wir ja zum Glück genug. Ach so, das ist so eine kleine hier. Egal, kloppen wir trotzdem voll. Denn wir haben 100... Ja, jetzt mittlerweile 124 Kolonisten. Und ich habe hier eine Kajüte. Ich weiß aber, ich glaube, die nutzen die Kajüte gar nicht so viel. Ja, dann stelle ich hier noch ein paar Betten rein. Allerdings ist das natürlich auch wieder ein relativ langer Weg, den die dann gehen müssen. Also, was haben wir hier? Ein Lager. Okay.
Hier habe ich angebaut, habe hier eine kleine Bar oder beziehungsweise das ist eine große Bar, aber ich habe hier ein Kontrollzentrum. Das hätte ich natürlich lieber hier gehabt, aber man kann nicht alles haben. Darum ist das Kontrollzentrum jetzt ziemlich nah hier an der Luftschleuse. Strukturen haben keinen Sauerstoff. So, ja. Das liegt an dem Lagerhaus hier. Das muss ja auch mit Strom gefüllt werden. Und je größer die Base ist, umso stärker müssen die Generatoren hier arbeiten, damit das Ganze mit Sauerstoff gefüllt ist. So, ich habe mehrere Sauerstoffgeneratoren auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt. Wasser könnten wir anscheinend noch ein bisschen was gebrauchen. Wo kloppen wir denn hier Wasser hin? Das ist noch eine Kajüte. Nee, du, das... Komm, das ist Wasser. Hier Wasser. Hier Wasser. Und hier Wasser. Kajüte hat keinen Sauerstoff. Ich würde den kleinen hier natürlich gerne austauschen, kann ich aber nicht. Und die wollen alle was schlafen. Hey Leute, ihr habt doch hier eine Kajüte. Ihr habt hier eine Kajüte. Ihr habt hier was. Ich glaube, ich reiße eher die hier ab. Die hier reiße ich ab und baue so ein großes Ding. Eieiei. Aber das ist ja deren... Scheiße, wir müssen was machen. Komm Leute, es tut mir leid, aber ich muss hier leider was machen. Wo ging das denn nochmal? Hier. Ja. Bringt das Zeug weg, und zwar ein bisschen zackig, damit ich da was bauen kann. Wir haben auch ein paar Bots, hier 9 Stück. Ich guck mal hier, Transportbots, Bohrbots, die gehen dann schön in die Mine rein. Und jetzt brauche ich Biologen. Da es uns allerdings so schlecht geht, werden wahrscheinlich keine Biologen kommen. Die müssen da Zeug hier wegräumen, liebe Leute. Wenn ihr das nicht wegräumt, dann komme ich da nicht hin. Kann ich da nichts bauen. So, wir beschleunigen ein bisschen die Zeit. Die haben ja alle, das ist ja dein größtes Problem, die Müdigkeit. Und wir gucken mal kurz, was wir hier haben. Hier ist ein großes, hier ist ein sehr großes. Haben wir noch irgendwo eins? Hier ist so ein Massivbiom. Das schalten wir ab. Das war mal wieder knapp.
Resources erschöpft, Ersatzteile. Ja, prima Ballerina. Und ja, noch einer. So. Passt er da hin? Nein, der passt da gar nicht hin. Doch. Oh. Glück gehabt. Womit verbinde ich das denn? Ich mache am besten zwei Verbindungen. Geht gar nicht. Nun gut. Ach so, ja klar, weil das ja eine Einbahnstraße ist. Das hier kann ich auch nicht mehr wegmachen. Naja. Wird schon passen. So, bringt ihr mal das gute Zeug dahin und beeilt euch. Er stellt hier Bots her. Das verbieten wir eh mal. Und er soll doch lieber Ersatzteile, oder? Wo sind die Ersatzteile? Hier. Ersatzteile. So, das mit den Gärten sieht schon mal viel besser aus. Das geht aber immer noch sehr schlecht. 2 und 3, da kommen sie. Wir beschleunigen ein bisschen. Fleißige Käfer. So, ein Metall fehlt hier noch. Das ist ganz schön überfüllt. So, dann gucken wir jetzt mal bei den Kajüten. Hier ist leer. Hier steht nichts drin. Und wo war die? Die haben wir ja weggemacht. So. Zeit verlangt. Ach so, ne, die müssen erstmal den Mittelweg da bauen. Ja gut, Metall haben wir ja genug. Ersatzteile haben wir auch. 4 Stück wieder, das ist schön. So, Leute. Da, Eisen. Und verlangsamen. Der Sauerstoffgenerator braucht jetzt sicherlich, um das Ganze hier mit Sauerstoff zu füllen. Wir kloppen das hier direkt mal mit Betten voll. 14 Bioplastik haben wir noch. Es steigt hier aber, glaube ich. Wachen haben wir 21 Stück. Und wenn ich mich recht entsinne, haben wir tatsächlich sogar noch 12 Waffen übrig, können also noch ganze 12 Wachen einstellen. Und
gut, die sind hier fleißig. Oh. Die müssen schleunigst gewartet werden. Dürfte aber kein Problem sein. Wie viele Ingenieuren haben wir? Ingenieure? 18 Stück. Und Medikament auf Windturbine. Ja, super. Essen, ja, mit Essen müssen wir so langsam nachlegen. Dafür muss es uns aber erstmal besser gehen, damit wir Biologen kriegen. Ich schalte den jetzt einfach mal wieder an. Was auch wichtig ist, wo sind sie denn unseren hier, dass die laufen? Hier hatte ich glaube ich noch welche, genau. Diese Fleischretorten-Dinger-Maschinen. Ich hoffe aber jetzt, dass wir das... Ah, Sauerstoff ist hier drin schlecht. Ja klar, weil hier so viele Leute sind, die atmen wollen. So, wie schnell geht das hier runter? Das sollte aber reichen für die Nacht. Trotzdem. Ne, die könnten sich noch schneller drehen. Ich muss mal gucken, vielleicht muss ich noch ein paar Windturbinen bauen. Hier diese Dinger hier, diese Funkantennen. Davon haben wir zwei Stück gebaut. Damit gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit. Und zwar Nachrichten aus dem Weltall abzufangen. Hilfsgesuche und so. Und wenn wir die annehmen, dann landen hier irgendwie Raumschiffe, keine Ahnung, mit verstrahlten Leuten oder kranken Leuten. Und die können wir dann versorgen und kriegen dann Punkte dafür. Ansehen oder Geld. Ah, es geht bergauf. Das mit dem Sauerstoff sollte aber kein Problem sein. Wir schauen jetzt gleich mal, wenn hier einer aufsteht. Hat er geschlafen? Ich weiß jetzt nicht. Da. Er steht auf. Ah, Sauerstoff, kein Problem. Er auch nicht. Gut. Da habt ihr eingehende Nachricht. Besucheranforderungen, die sind also verstrahlt. Gebrochene Knochen. Und die wollen Medizin, Essen und ein bisschen Laune haben. Das können wir aber jetzt gerade nicht machen, weil wir haben ja selber... wir müssen ja uns gerade selber in den Griff kriegen. Wir haben einen Bot verloren. Ja, ich weiß, liebe Leute. 15. Ab. Komm aus hier. Wasser wollten wir nämlich noch bauen. Auch aus. Wasser, 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 Wasser. Nein. Sauerstoffgeneratoren haben wir eigentlich genug. Kann man kurz zusammen zu 30 60
Warte, wo genau 60? Neunzig, 120, 140, 170. Aber vielleicht kriege ich trotzdem noch mal irgendwo einen rein. Schalten wir das Gedöns hier wieder an. So, Ersatzteile haben wir gerade keine. Aber die produzieren da ja nach. Fleißig. Schau mal. Ja. So. Oh. Das ist doch die von eben, die wurde doch eben auch schon getroffen. Gucken, dass wir das hier wieder anschalten und dann müssen wir gucken, eventuell irgendwie wo eine neue, das kann ich immer noch nicht wegmachen, aber ich müsste es eigentlich wegmachen können, wenn ich das hier verbinde. Och, was soll das denn? Hier geht's wieder los. Scheiße. Verbinde ich das hier damit noch? Denn ansonsten mache ich vielleicht das Sonnenkraftwerk hier weg, das kleine. Dann kann ich hier noch einen Sauerstoffgenerator dran bauen. Ja, ich weiß. Abschalten. Wir schauen ihn wieder ein bisschen. Hält sich bei 16%, 15%, 17%. Das sieht gut aus. Müssen wir gucken, wo wir das kleine Sonnenkraftwerk gleich hinpacken. Oh, da kommt was. Besucher. Oh, Eindringlinge, Eindringlinge. F5, F6. Einen haben wir verloren. Komm, wir sind die nächsten. Was macht er denn? Sehr schön. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. So. Das
So, kann ich jetzt wegmachen. Und dann würde ich nachher gerne das hier auch noch wegmachen. Und dafür einen großen Extraktor bauen. Kollektor. Ah, anständig, das sieht schon mal gut aus. Das war klar und dafür müssten die auch so langsam wieder runtergehen. Nee, tun sie nicht. Ja, Leute, jetzt reicht's mir aber so langsam mit den Meteoriteneinschlägen. Also das kann ja wohl nicht angehen. Ja. Das, weiß ich nicht, vor 2 Wochen oder so, wenn ich das hier gespielt habe oder zuletzt gespeichert habe. Gucken wir mal. Ach nee, dafür müssen wir zurück ins Menü gehen. Nee, mir reicht das so langsam. Also wirklich, sorry, aber das geht nicht. Die scheinen das hier gepatcht zu haben, dass da noch mehr kommen. So mache ich das nicht, wenn hier jede Minute irgendwo ein Meteoriteneinschlag ist. Dann höre ich auf damit. So, jetzt kriege ich nämlich Sauerstoffprobleme. Ja, nicht ganz. So Leute, könnt ihr das hier vielleicht mal wegräumen? Dann könnte ich da nämlich einen Sauerstoffgenerator für euch bauen. So, wir können auch mal beschleunigen. Oh. Kolonialschiff. Das ist gut. 2 Biologen. Ja. Ich sag an dieser Stelle einfach mal, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr das so okay findet, dass ich hier einfach so mittendrin angefangen bin. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.